von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu Project Nova 7 Collision! Das folgende Match ist ein Triple Threat Match. Es ist das erste Halbfinale von Collision und es ist angesetzt auf einen Fall! Auf dem Weg zum Ring aus dem Erzgebirge mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und 80 Kilogramm Nick Schreier! Körpergröße von 1,76 Meter und 80 Kilogramm. He is money! Palemon! Von 127 Kilogramm. Er ist 2,10 Meter groß. Der Leuchtturm des Lazarus-Pits. Herzliches Hallo an alle Daheimgebliebenen, an den heimischen Endgeräten eurer Wahl. Herzlich willkommen zu Project Nova 7.
Mein Name ist Sepp Hammer und heute an meiner Seite ist nicht Virgil Defoe, sondern stell dich doch einmal selbst vor. Nochmal von mir herzlich willkommen an alle Zuschauer, die Gott sei Dank hier eingeschaltet haben bei Project Nova. Mein Name ist Emil Völler. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr mich aus der Catch Factory in Leipzig. Und heute bin ich den kurzen Weg nach Berlin gefahren, um hier Matches wie dieses belauschen und besprechen zu können, zusammen mit dir. Und ja, in diesem Match Nick und Nima in einem Nickwit. Da bin ich erstmal gespannt, wer sich in das Finale durchsetzen kann. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dem Turnier. Wie ist es zustande gekommen? Wie ist es bisher verlaufen für diese drei? Eddie, wir haben hier die beiden Gruppenzweiten aus Gruppe A, Palawan Nima und Nick Schreier, die uns mit ihrem dramatischen Unentschieden aus der letzten Folge von Collision im Gedächtnis geblieben sind, gegen den unbesiegten Hünen, den brachialen Bock, der durch Gruppe B gemarschiert ist, Big Nick. Also so wie ich dich verstanden habe, Big Nick unbesiegt in diesem Turnier. Und Palawan Nima und Nick Schreier, ja, von dem Match habe ich gehört, das doppelte, dreifache Time Limit Draw damals. Aber ja, Big Nick mit seinen 2,10 Meter macht von dieser Reichweite und Körpergröße Gebrauch und wird jetzt den weiten Weg aus dem Ring hinausgeschickt von Palawan Nima und Nick Schreier. Nick stürmt heran und springt ihm in die Arme, abgefangen, ausgehoben. Jetzt klappt er ihn auf den Boden hier, oder was? Schmeißt ihn Nima noch ins Gesicht. Gegen den Ringstahl. Ich glaube, irgendeiner der Ordner sollte mal nachschauen, ob wir noch ein paar Rückenwirbel von Nick Schreier auf dem Boden finden. Und er hat Nima. Wird hier mit dem Big Boot umgemäht. Mit dem Mut eines Löwen stürmt er zweimal auf Big Nick heran, aber Mut wird nicht immer bezahlt. Und manchmal bekommt man diesen Schuh in Schuhgröße 50 auf die Brust gestampft. Nima hat es uns in der letzten Folge von Collision nochmal gesagt. Er geht ins Halbfinale, um sich dort das Geld zu holen. Aber ich glaube, wenn es nach Big Nick geht, dann geht er ja heute bankrott. Wir sehen hier Nick Schreier wieder auf dem Apron mit einem starken Kick gegen Big Nick. Oh, Nima nutzt die Gelegenheit. Ja. Man hat das Gefühl, Nima und Schreier haben sich hier so ein bisschen Plan zurechtgelegt, erstmal zusammenzuarbeiten, um Big Nick zu eliminieren. Aber Big Nick schafft es immer wieder, einen von beiden aus dem Ring zu fördern. Der Plan geht anscheinend nicht auf. Und Big Nick wirft Palawan Nima durch den Ring, zeigt drei Finger. Das war ein sauberer Dreier, den er da geworfen hat. Und ja, ich meine, was kann man über Big Nick sagen? Der Leuchtturm des Lazarus Pit. 2,10 Meter. Nick Schreier und Palawan Nima. Super Wrestler, super Catcher, top ausgebildet. Aber 2,10 Meter kann man nicht beibringen. 2,10 Meter ist Gott gegeben. Und ein Mann wie Big Nick weiß, diese Körpergröße einzusetzen. Und seine Gegner auf brutalste Art und Weise klein zu machen, bis sie sich nicht mehr trauen aufzustehen. Definitiv, Emil. Ich meine, der Plan der beiden scheint ja absolut nicht aufzugehen, aber sie sind beide so verbissen, wollen dieses Match gewinnen. Ich meine, sie könnten ja nach draußen gehen, sich neu gruppieren, aber das wollen diese beiden einfach nicht. Nein, das sind Catcher, wie man sie kennt aus alten Tagen. Das sind Kämpfer, das sind Krieger. Aber dieser Mut, wie schon gesagt, der bringt dich in Situationen, wenn du nicht vorsichtig bist, aus denen du dich einfach nicht mehr rauskämpfen kannst. Denn Big Nick wirft, hat er jetzt schon seine Gegner mit Chops, mit Big Boots, mit Slams malträtiert. Irgendwann stehst du nicht mehr auf. Das weiß Nick Schreier, das weiß Palawan Nima. Aber im Herzen wollen sie einfach weiterkämpfen, wollen dem Publikum beweisen, warum sie ins Finale gehören. Beide sind durch harte Schulen gegangen. Ich meine, Nick Schreier durch den Eisen des Amboss geschmiedet. Auf der anderen Seite Palawan Nima durch die harte norddeutsche Catcher-Schule gegangen. Aber gegen einen Mann wie Big Nick tritt man nicht jeden Tag an. Willst du dich gegen so einen Mann vorbereiten? Ey, wie viele Menschen kennst du im deutschen Wrestling, die überhaupt 2 Meter sind? Und dann setzt du nochmal 10 Zentimeter drauf. Also ich weiß es nicht, ob wir einem Stunner! Super Stunner! Ich weiß nicht, ob wir einem Lawrence Roman ein paar Plateauschuhe anziehen können und das dann als Vorbereitung bezeichnen können. Und der doppelte Back Body Drop von den beiden
perfekt synchron ausgeführt. Und jetzt ist Big Nick derjenige, der den Rückzug antreten muss. Er muss sich erstmal draußen auf den Boden legen, seinen langen Körper ausruhen. Und jetzt, ich glaube, das Bild hatten wir hier schon mal bei Project Nova. Und ich sag dir, Emil, blitze besser mal nicht, sonst verpasst du was. Starke Vorarms und ein krachender Slap direkt auf den Hals, auf die Brust. Die klopfen sich gut durch wie ein gutes Schnitzel. Vorarm, Uppercut, noch ein Vorarm ins Gesicht. Ich meine, diese beiden Männer, ich meine, die wollen sich doch besiegen. Die wollen gegeneinander kämpfen. Die wollen sich pinnen. Oh, super Aktion von Nick Schreier. Palevanima mit dem Gesicht voraus in die Matte. Und jetzt der Sling Blade von Nick Schreier setzt zum Cover an. War's das schon? Das reicht noch nicht. Wir haben es gesehen. 10 Minuten haben nicht gereicht. 15 Minuten haben nicht gereicht. Wir werden mal sehen, wie lange das hier heute dauert. Was kannst du mir über diese beiden Männer im Ring verraten? Ich meine, Palevanima, mit ihm bin ich weniger vertraut von den beiden. He is money. Dieser Mann ist Bargeld. Er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Er bringt Top-Leistung. Das sehen wir mit einem super Springboard-Dropkick gegen den Mann, der eigentlich den Dropkick zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Nima zieht das Polster runter und ouch, ungeschützt in den Nacken. Ja, was kann ich dir über Palevanima erzählen? Schau dir diesen Mann an. Norddeutsche Catch-Schule gepaart mit High-Flying-Aktionen par excellence. Dieser Mann ist ein Meisterstratege durch und durch. Plant nicht nur eine, plant nicht nur zwei, plant vielleicht 3 bis 5 Aktionen voraus. Auf diesen Mann muss man sich erstmal einstellen. Und ich meine, was kann man über Nick Schreier sagen, was nicht schon alle über ihn wissen? Er ist einer der schnellsten Wrestler in Deutschland, einer der explosivsten Wrestler in Deutschland. Mit dem Dropkick vom obersten Seil, mit dem patentierten Crossbody. Jetzt beide jungen Männer nach diesem doppelten Clothesline auf der Matte. Nick Schreier, ich meine, warst du in den letzten 12 Monaten auf irgendeiner Wrestling Show in Deutschland, auf der Nick Schreier nicht war? Weil mir fällt das schwer, ich kann diesem Jungen nicht entkommen. Ich habe ihn schon gegen Stars catchen sehen, gegen einen Pascal Spalter eine super Leistung gelegt, nur knapp verloren. Gegen Leon van Gasteren, den Veteran schlechthin. Aber gegen Big Nick hat er noch nie gegen... Unsere Ordner passen auf, dass kein Zuschauer zu Schaden kommt. Und tritt seinen Gegner in die Arme von Big Nick runter. Nima selbst steigt aufs oberste Seil. Will uns von da oben zeigen. Muss vorsichtig sein. Nimmt noch einmal Maß. Sofort ist Roberto bei den Männern, um zu prüfen, ob sie noch in Ordnung sind. Nima steht, aber er muss jetzt einen seiner Gegner in den Ring befördern. Denn nur dort kann das Match beendet werden. In einem Triple Threat Match haben wir keinen Countout. Aber Palevanima, du hast schon gesagt, der Meisterstratege. Er hat ein riesiges Risiko gerade genommen und es hat sich ausgezahlt. Er hat beide Gegner auf die Matte geschickt, beide Nicks sind am Boden. Ja, es hat nicht zum Pre-Count gereicht, aber ich glaube, wenn wir uns Nick Schreier hier im Ring ansehen, es ist nicht mehr weit weg für Palevanima. Noch eine große Aktion und wir haben unseren ersten Finalisten. Also Emil, das haben wir beim letzten Aufeinandertreffen der beiden auch gedacht und dann haben sie doch noch mal einen Gang oben drauf gelegt. Das stimmt. Ich meine, ja, das sind beide junge Athleten. Schau sie an, du siehst ihn förmlich an, die Stunden hartes Training, die solche athletischen Aktionen möglich machen für den jungen Nick Schreier aus dem Erzgebirge. Diese beiden Männer bauen sich hier eine Rivalität auf, über die man bestimmt noch in Jahren sprechen wird. Nima rollt sich aus der Ecke. Uppercut. Und erneuter Ansturm. Pumpkick. Harter Tritt direkt an den Kiefer von Nick Schreier. Und wieder geht es nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
14. Aua, aua, aua. Also wer einmal Big Nick die Hand geben will, ich glaube, der muss nur Pale Vanima fragen, ob man ihn einmal auf der Brust anfassen kann. Abgeduckt. Jetzt hat er sie beide abgefangen. Sidewalk Slam. 2. Und sie kommen beide nochmal raus. Diese beiden jungen Männer beweisen hier absolute Nehmerqualitäten. Headbutt. Der Leuchtturm der Lazarus Pit, Big Nick. Ja, er ist Teil der Lazarus Pit, aber die habe ich jetzt das ganze Collision-Turnier noch nicht mit ihm am Ring erlebt. Und auch heute beim Halbfinale ist weder von Kevin Lazar noch von Chris Opus oder Georg Asker nur eine Spur zu sehen. DDT. Das kann es gewesen sein, harter DDT. Darf niemand. Und er zeigt sich wieder. Der junge Mann ist immer mit dem Kopf im Geschehen. Er lässt nie zu, aus dem Auge zu verlieren, was gerade im Ring passiert. Auch wenn er vielleicht selber nicht beteiligt ist, verhindert hier die Niederlage. Shinbreaker. Ansatz zum Superkick abgefangen. Neckbreaker. Das war's doch jetzt. 1, 2. Aber das Picknick. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und du hast schon gesagt, wir haben beide dieser Männer in der Vorrunde schon gesehen, dass sie aus solchen Aktionen ausgehen können. Aber ich glaube, wenn Big Nick hier nicht eingegriffen hätte, hätten wir unseren ersten Finalisten im Pale Vanima gehabt. Und Vanima macht es jetzt hier auch genau richtig. Was musst du machen? Du musst Big Nick am Boden halten. Sobald diese Eiche einmal steht, fällst du die nicht so einfach. Er gibt sein Bestes, setzt mit der Axt wieder an. Oh. Big Nick mit der Hand um die Kehle der beiden. Doppelter Schutzländer eingekocht. Stuckler ab. 1, 2, 3. Der Gewinner dieses Matches, der Ursprung der Finalisten, Emil. Unser erster Finalist steht fest. Big Nick weiterhin unbesiegt. Und wer auch immer im Finale auf diesen Hühn trifft, der hat eine große Aufgabe vor sich. Ist ein Singles-Match. Und es ist das zweite Halbfinale von Collision. Und es ist angesetzt auf einen Fall! Körpergröße von 1,85 Meter und einem Kampfgewicht von 101 Kilogramm. Der Ausnahmeathlet David Adili. I'm
Größe von 1,91 Meter und einem Kampfgewicht von 110 Kilogramm. Joshua Amaru! Fresse gibt's jetzt hier im zweiten Halbfinale. Der Sieger der Gruppe A, Joshua Amaru, trifft auf den zweiten der Gruppe B, David Adili. Joshua Amaru vom Baklava Club. Bisher relativ dominant nach einer langen, längeren Durststrecke. Hier bei Nova generell in Berlin hat sie jetzt einen guten Zeitpunkt rausgesucht, um das Gewinnen anzufangen, und steht jetzt hier gegen David Adili im Halbfinale. Ja, was kann man über David Adili sagen? Ein Ausnahmeathlet. Ich meine, schau ihn dir an. Wie viele Männer siehst du auf der Straße, die so große Arme, breite Schultern, einen breiten Rücken haben? Ich meine, es ist nicht einfach, einen Joshua Amaru schmal aussehen zu lassen, aber er schafft es. Definitiv. Ich meine, du hast es gerade gesagt. Joshua Amaru hat eine längere Durststrecke hinter sich. Richtig. Ich meine, er hatte namhafte Gegner bei Nova. Javier Vives aus Spanien. Gegner aus England. Und überall her. Aber es hat irgendwie nie so ganz gereicht, um den Sack zuzumachen. Er meinte, er sagte selber im Interview bei Collision, er hatte zu viel Spaß. Und seitdem er den Spaß ein bisschen runtergefahren hat und ein bisschen energischer zur Sache geht, dann siehst du, da läuft's doch. Ein super Austausch dieser beiden Talente hier. Beide mehrfach fast den schnellen Sieg eingefahren mit schnellen Pin-Attempts. Und hier zeigt Joshua Amaru, er ist immer noch ein Sportler. Was ist hier los? Das ist eine Seite, die wir noch nicht von David Adili gesehen haben. Ich meine, normalerweise steht die Berliner Crowd ja immer hinter ihm. Aber wir haben schon gesehen, in seinem letzten Kampf gegen Kuro, da war die Crowd auf einmal nicht mehr ganz so auf seiner Seite. Das hat er sich gemerkt. Ich meine, der junge Mann aus Frankfurt am Main zeigt ja, dass er auch eine gewisse Attitüde der Heimatstadt mitgebracht hat. Und ja, ihm geht es hier nicht darum, sich Freunde zu machen. Ihm geht es nicht darum, bejubelt zu werden. Er will diesen Pokal dort vorne auf der Bühne gewinnen. Und ihm ist egal, wem er dabei auf die Füße tritt, ob es Joshua Amaru ist, ob es irgendein Zuschauer hier ist. Er will siegen, darum geht es ihm. Wir haben hier einen Ausnahmeathleten aus der Fightback-Schule, ein Wrestler. Ich meine, wenn du einfach mal das Wort Wrestler bei Google eingibst, ich glaube, den ersten Treffer, den du kriegst, ist ein Foto vom Gesicht dieses Mannes. Da könntest du richtig liegen. Doch im Moment Joshua Amaru mit einer sehr guten Senton gegen David Adili. Wird jetzt hier auf das oberste Ringseil befördert mit der Slingshot. Und den Step-Up Enzulgiri hinterher. Kann David Adili dieses Momentum fortfahren? Kann er die Möglichkeit nutzen? Die Frage, die wir uns hier auch stellen müssen, ist ein David Adili schon wieder bei 100%? Mit verletzten Rippen in der Gruppenphase, die auch immer wieder angegriffen werden. Das ist das Problem, wenn eine Verletzung bekannt ist. Die Gegner sind sich meistens nicht zu schade, diese Schwachstelle auszunutzen und die Verletzung im Worst Case zu verschlimmern. Fast schon der Free Count nach diesem Neckbreaker. Aber Joshua ist angeschlagen. Adili tritt hier das Gaspedal durch. Harter Schlag in den Nacken. Aber Joshua hält mit dem Mut der Verzweiflung dagegen.
macht das super. Ich meine, er ist jetzt, Joshua ist super jung, ist unglaublich jung für einen deutschen Wrestler. Das heißt nicht, dass er unerfahren ist. Er ist schon in ganz Deutschland gewesen. Er war schon in Leipzig, bei uns in der Catch Factory. Er hat schon gegen alle möglichen Gegner gewrestelt und jetzt endlich scheint es einen Klick gemacht zu haben. Er hat endlich diesen richtigen Schalter, die richtige Einstellung gefunden, um sich ein bisschen Erfolg zu erkämpfen. Wenn er momentan noch hinterher schaut, ja, es reicht eine Aktion bei Joshua Amoroso. Ich meine, schau ihn dir an, er ist über 1,90 Meter. Er wiegt weit über 100 Kilo. Das sind Maße, die du nicht einfach so erreichst, die Weiße einzusetzen. Ja, wenn dieser Claymore, wenn dieser Tritt einmal sitzt, ich glaube, dann kann er den Sack zumachen. Ja, der Claymore oder der Tiger Driver. Viele Aktionen, die er zum Siegen benutzen kann. Ausgebildet von... GWF Training School. Richtig, hier in Berlin, ein Berliner Junge. In Berlin aufgewachsen, in Berlin trainiert und in Berlin geliebt von der Project Nova Crowd. Und auch die Big Nick. Normalerweise ist immer der Baklava-Club an seiner Seite, aber von dem ist doch, abgesehen jetzt von Abdul, beim Einzug nichts zu sehen. Er hat die Jungs Backstage gelassen, damit er selber weniger Spaß hat, damit er selber verbissener an die Sache geht. Man muss auch mit einem gesunden Ego in den Ring steigen. Man muss sich bewusst sein, dass man hier nicht, er geht hier nicht in den Ring für iTouch, er geht hier nicht in den Ring für Abdul Kenan, er geht nicht in den Ring für den Baklava-Club, er geht in den Ring, um für Joshua Amaru zu kämpfen. Darum geht es ihm. Adili hier mit einem Haltegriff aus dem Textbuch. Gibt es irgendwelche Menschen, an die dich so ein Haltegriff erinnert? Irgendein älterer Catcher zum Beispiel? Also, es gab mal in Deutschland einen sehr, sehr erfolgreichen Ringer, der hieß Werner Hoppe. Werner Hoppe. Ich glaube, der wäre aus dieser Aktion rausgekommen. Aber auch Joshua hat es hier geschafft, hebt seinen Gegner auf und schmeißt ihn auf die Matte. Super Suplex von Amaru, hebt den Körperschwerpunkt von David Adili über die eigenen Schultern und lässt ihn hier krachend auf den Rücken fallen. Aber Joshua darf sich jetzt hier nicht zu viel Zeit lassen. Er muss sofort nachsetzen. Hartes Schlagduell der beiden in der Mitte des Rings. Wir sehen Schweiß von den Körpern dieser beiden Athleten in die Luft sprühen nach jedem harten Vorarm von Joshua Amaru. Ribbit Reversal von Adili. Und abgeräumt. Und nochmal. Sind aller guter Dinge drei? Nein, abgewürgt. Langsam hatte er Fahrt aufgenommen. Von Joshua Amaru und jetzt muss er am Ball bleiben. Jetzt muss der Fuß auf dem Gaspedal bleiben und er muss David Adili weiter zusetzen, während er die Möglichkeit hat, während dieser angeschlagen ist. Wir sehen an, soll er kommen? Soll der Claymore jetzt treffen? Abgewehrt. Super vorausgeschaut von David Adili. Er greift zu, schnappt sich seinen Gegner zum Ripcord. Abgewürgt, abgetaucht. Das war's! Nein, Emil! Das zwei Finger? Das muss doch gewesen sein! Wie viele Gegner hat Joshua Amaru in diesem Turnier allein schon mit diesem Kick besiegt? Joshua, dranbleiben! Ansatz zum Tiger Driver! Der Sack soll zugemacht werden! Adili dreht sich raus, abgetuckt, erneut das Whipcord, abgelegt. Unglaublich harter Slam von David Adili hier. Ich glaube, wir müssen nach dem Match mal kurz den Ring begutachten, ob wir eventuelle Schäden davon getragen haben. Crowdkick hinter Adili. Er bewegt sich in die Ecke. Jetzt nimmt er Maß. Wartet lauernd, bis Joshua wieder auf die Beine kommt. Eine unglaubliche Intensität vom Modellathleten hier. Doch Amaru fängt ihn ab mit dem Tritt. Uranagi! Und auch der reicht noch nicht. Unglaublich, dass sich David Adili nach jeder Aktion wieder befreien kann.
Die beiden gehen hier bis an ihre Grenzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wer als Sieger aus dieser Schlacht rausgeht, muss sich am Ende des Abends noch mit Big Nick messen. Schneller Roll-Up hier von Adili. Kann sich befreien, setzt nun selber nach. Whip in die Ecke. Joshua wird zurückgestoßen. Adili geht aufs Brett's Rope. Rockkick Missile Style. Mit letzter Kraft kann sich Amaro befreien. Hast du das gesehen? Er hat kaum noch die Schulter hochbekommen. Aber sieh dir diesen Blick von Adili an. Er fletscht die Zähne wie ein Wilder. Hebt er seinen Gegner aus zum Tombstone? Oh. Nein, eingerollt. Eins, zwei. Let it drip. Und das Finale steht Joshua Amaru gegen Big Nick. Ich weiß nicht, ob es da einen Favoriten geben kann. Wir können uns auf eine wirklich große Schlacht gefasst machen. Das folgende Match ist ein Supernova-Match und es ist angesetzt auf einen Fall. Aus dem Brandenburger Dickicht. Mit einem Kampfgewicht von 95 Kilogramm. Das Irrlicht des Lazarus-Pits. Georg Ascula! Ich bin Georg Ascula aus der Finsternis des Dickichts. Und Kevin Lazar hat mir das Licht gezeigt. Aber heute im Supernova-Match werde ich meinen Gegnern zeigen, was Dunkelheit bedeutet. Ja! Feyyaz Aguila ist zurück und ich stehe im Supernova-Match. Ich hab Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Yeah.
Argentinien. Mit einem Kampfgewicht von 62 Kilogramm. He's the most favorite wrestler from South America. Kako! Germany, this is Herko Whiskey, the most traveled wrestler in South America. And look at this, man. Look at this flag. This is the flag of world champions. This is the flag of Messi. Ha ha ha. And just like him, I'm winning tonight in my Supernova match, whatever that is. I don't know. I don't care. All I know is that I'm winning like Argentina always wins. Besties. Ha ha ha. Shakiri Sexy hier, repräsentiere heute Berlin in Supernova Match. Ich hoffe, ich habe eure Unterstützung. Und heute wird's geil, geil, geil. Project Nova Wrestling hier beim Supernova Match, diesem Fatal 4-Way, das ihr hoffentlich alle schon mal gesehen habt. Ja, diese vier Männer im Ring, die haben sich in dieser Konstellation noch nie gegenübergestanden, wie auch, wenn wir hier mit ja, diesem mit dem Hintern schüttelnden argentinischen jungen Mann in der Ecke jemanden haben, der noch nie in Deutschland gekämpft hat, aber Shakiri hat keine Zeit zu verlieren. Fordert direkt beide seiner Kontrahenten nach außen. Ja, der Big Dog of Nova macht erstmal sein Revier leer. Ja, aber da hat sich unser lieber argentinischer Besucher eine Scheibe zu viel abgeschnitten. Military Press von Ronaldo Shakiri. Und er pfeffert ihn auf seine Gegner nach draußen. Ich glaube, wir brauchen einen Krankenwagen. Und der Besuch in Deutschland war ein bisschen kurz. Ich meine, Herko Whiskey sagt ja, er ist der meistreisendste Wrestler in Südamerika. The most traveled man of South America. Aber Ronaldo Shakiri kann selber über die ganze Weltkugel fliegen und zeigt das hier beeindruckend mit diesem Dive. Aber Ronaldo, lass dir nicht zu viel Zeit. Denn nur im Ring kann dieses Match gewonnen werden, aber ich glaube, Herko Whiskey hat da einen großen Fehler gemacht. Ja, Herko Whiskey weiß einfach nicht, wann es genug ist, wann er aufhören sollte, diesen Brocken eines Mannes zu provozieren. Ich meine, man sagt ja, Hunde, die bellen, beißen nicht, aber dieser Big Dog beißt definitiv. Ja, und er bellt auch extrem viel. Beeindruckender Satellite DDT vom Herrn Whiskey. Und jetzt...
geschickt. Der Mann aus dem Brandenburger Dickicht fängt hier Fayers ab und der befreit sich. Wenn es einen Mann gibt, der rumkommt wie sonst was, ja, dann ist es Fayez Aguilar. Fayez Aguilar. Ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen, welchen Ländern er in den letzten 12 Monaten gecatcht hat. Aber lass mich einfach so ausdrücken. Überall dort, wo gecatcht wird, war er und hat gekämpft. Im Zusammenspiel zwischen Kevin Lazar und Ascola. Und der ist doch nicht bereit, seinem Kurzzeitpartner hier den Pin zu überlassen. Ja, ich glaube nicht, dass er das als Partnerschaft akzeptiert hat. Er hat einfach nur seinen Gegner auf den Boden geworfen, aber zufällig fiel das Ascola. Ja, so Whisky. Steht hier am Seil und da ist auch schon wieder Ronaldo. Backbreaker! Krachender Backbreaker von sexy Ronaldo Shaqiri. Direkt wieder am Start und setzt hier zum Panzer! Fliegendes Irrlicht von Georg Ascola! Er tritt auch sofort wieder Ronaldo aus dem Ring. Wir erinnern uns, im Januar trafen diese beiden Männer in einem Six-Man-Tag-Team-Match aufeinander und Georg Ascola konnte dort Ronaldo bezwingen. Und er teilt hier die Zuschauer, als wäre er eine biblische Figur. Macht sich Platz, die Ordner sorgen dafür, dass kein Zuschauer zu Schaden kommen kann. Ascola nimmt hier ganz genau Maß und fliegt er dann mit dem Headbutt. Unorthodox wie sonst was. Und ich glaube, Ronaldo Shaqiri ist erstmal außen vor, was diesen Kampf angeht. Herku Whisky jetzt im Ring. Fayez kommt auch wieder dazu. Georg schnappt sich jetzt beide Gegner im Genick, zieht sie wieder nach oben an den Hahn. Und es scheppert nicht. Sie arbeiten zusammen, um den größeren Mann in die Seile zu befördern. Und jetzt der doppelte Hip-Toss. Abgerollt. Aber wie lange wird diese Partnerschaft halten? Wahrscheinlich nicht allzu lange. Sie scheinen sich gut zu verstehen. Beide sprechen die Sprache des Tanzes. Oh. Draußen vor dem Ring geben es sich Georg und Ronaldo. Herku Whisky vorbei mit dem Tanzen, frisst den Pumpkick. Der Mann, der sein Lieblingsgetränk zu seinem Nachnamen erklärt hat. Der Whisky in den Matches von Herku natürlich auch oft eine illegalerweise eingesetzte Waffe. Fayez auf dem Brett's Rope. Was will er uns von da oben zeigen? Nicht viel! Denn da ist Ronaldo Shaqiri. Slidet den Ring-Apron lang. Pop-up Samoan Drop! Und nochmal der Ansatz mit Samoan Drop. Doch er geht in die Ecke. Das kann er nicht wirklich meinen. Hat Ascola auf den Schultern und lädt sich noch Fayez oben drüber. Das kann er doch nicht wirklich machen. Abgeräumt! Jetzt, Ronaldo, jetzt muss der Pin ansetzen. Der Held von Berlin bringt hier alle Gegner nacheinander zu Boden mit Samoan Drops. Jetzt der Ansatz zur Powerbomb. Und er verliert sich!
wir sind versichert? Weil diese Krankenhausrechnung möchte ich nicht bezahlen. Herko Whisky schnappt sich das Glas in der Ecke, nimmt einen tiefen Schluck und spielt den toten Mann. Shaqiri läuft auf ihn zu, will ihn nach oben holen. Und da rotzt er ihm das ins Gesicht. Der ist das widerlich? Brennende Hochprozentige direkt in die Augen. Der tritt in die Magengrube hinterher und jetzt der Ansatz zum Swinging Neckbreaker. Und der hat gesessen. Ansatz. Nein, Ronaldo rollt sich geistesgegenwärtig aus dem Ring. Sehr, sehr gute strategische Entscheidung von Ronaldo Shaqiri. Reverse DDT. Doch hinter ihm lauert John. Abgefangen mit dem hohen Knie. Und er hat ihn. Ansatz zum... Nein, er hebt ihn nach oben. Brandenburger Slam. Cover. Das war es, wenn ich... Ronaldo Shaqiri rettet seine Möglichkeit, hier als Sieger aus dem Supernova-Match rauszugehen. Mit dem Tritt gegen Ascola, setzt jetzt nach, kassiert selber harte Schläge und Tritte. Wie zwei wilde Hunde gehen diese beiden Männer aufeinander los. Sie schlagen aufeinander ein, als ob sie sich Geld schulden. Und jetzt Uranagi. Konter von Ascola in den Pin. Es hat ein bisschen zu lange gedauert. Fast hat er sexy Ronaldo Shaqiri überraschen können. Und er zeigt es, jetzt soll Feierabend sein. Was für eine Spur am Rücken von Ascola. Float over und er hat ihn zur... Ab nach oben und er hält ihn, was für ein Kraftakt. Razor's Edge. Da, wenn niemand mehr eingreifen kann, war es das für heute. Und Fers ist noch am Mann. Und das Publikum in Berlin weiß zu schätzen, dass dieses actiongepackte Match doch nicht beendet wird. Fares hat Ronaldo, holt ihn wieder auf die Beine. Jetzt kann er den Sack zumachen. Ansatz zum Swinging Neckbreaker. Nein, rausgedreht. Durch ihn durch. Eins, zwei, drei. Den endgültigen Beweis, Ronaldo ist besser als Argentinien, besser als Messi und der Beste hier bei Project Nova im Supernova-Match, Ronaldo Shaqiri. Match ist ein Tag-Team-Match und es ist angesetzt auf einen Fall! Lina und ihre Tag-Team-Partnerin aus Kiel mit der Kraft der Liebe, das Heartbeat Girl!
am Start. Die sagenhafte Kara! Und ihre Tag-Team-Partnerin aus Nürnberg, Pisa! Was ist denn hier los? Zähle ich richtig oder ist da eine Person zu viel? Also, wenn mich mein Mathematikverständnis in Berlin richtig verhält, heißt es immer 2 gegen 2 und nicht 2 gegen 3. Kara und Kisa angekündigt als Team? Und wer ist dann das da hinten? Das ist Jackie aus Göttingen. Aber was macht sie hier? Das ist eine gute Frage. Sollte jetzt hier den gegenseitigen Respekt geben? Okay, und der Beatdown startet. Jackie wartet noch in der Ecke. Versucht, weil auch eins greifen wird jetzt hier von Heartbeat Girl aus dem Ring befördert. Und ich glaube, alle offiziellen Teilnehmer dieses Match sind jetzt im Ring. Trotzdem kann das Match erst losgehen, wenn von jedem Team nur einer im Ring ist. Heartbeat Girl kämpft jetzt hier gegen Kara. Doppelter Snap mehr. Beide stürmen ins Seil und treten jeweils andere Gegnerin um. Und also unsere Schiedsrichterin Liz muss hier irgendwie Kontrolle reinbringen, damit dieses Match endlich offiziell starten kann. Denn das hat es jetzt immer noch nicht. Martike räumt hier Kara aus dem Ring. Und dann war es vom gegnerischen Team noch eine. Und auch noch eine Person zu viel im Ring. Lina räumt jetzt hier das Schlachtfeld und wir haben im Ring Heartbeat Girl gegen Kisa. Ich bin immer noch vollkommen perplex. Was haben diese beiden Damen, diese Nova-Debütantinnen jetzt hier mit Kara zu schaffen? Also, ich habe ja eigentlich mit einem klaren 2 gegen 2 Tag Team Match gerechnet. Und nach diesem chaotischen Start weiß ich gar nicht mehr, womit ich rechnen sollte. Aber womit wir immer rechnen können, ist, dass Heartbeat Girl mit Feuer und Flamme dabei ist und hier einen sehr schnellen, starken Start hinlegt für ihr Team. Aber da hat sie sich etwas zu viel vorgenommen. Gute Gewichtsverlagerung von Kisa, du hast schon gesagt, die Debütantin hier bei Project Nova. Und erneut versucht sie ihre Gegner auszuheben und diesmal gelingt es ihr. Starker Slam vom Heartbeat Girl. Diese Paarung, Heartbeat Girl und Lina, die gab es natürlich schon ein paar Mal. Zusammen, gegeneinander. Es gibt, glaube ich, keine zwei Wrestlerinnen bei Nova, die mehr miteinander verbunden sind als Lina und das Heartbeat Girl. Und nicht nur bei Nova, sie haben auch zusammen angefangen zu trainieren. Die kennen sich seit ihre Karrieren begann. Genau, damals noch zusammen die Stiefel geschnitten bei Murat AK. Ist jetzt Lina hier im Ring und stürmt in die Arme von Kara. Die befreit sich, eingeräumt, eins, zwei, nein. Starker Kick-Out von der größten Kontrahentin heute hier im Ring. Lina stürmt heran, schnappt sich ihre Gegnerin und holt sie auf die Matte. Starke Aktion von Lina, die jetzt hier wieder in die Seile geht, um nachzusetzen. Ins Seil und ein Armdrag. Starke eingesprungene Aktion. Und das eingespieltere Team dieser beiden zeigt sich von seiner besten Seite bisher. Crossbody. Aber das reicht doch nicht, um Kara am Boden zu halten. Ich muss jetzt aber doch nochmal fragen, hast du irgendeine Ahnung, warum Jackie Go erstens hier und zweitens bei diesen beiden in der Ecke ist? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir sind das hier bei Nova ja gewöhnt, dass hier Wrestlerinnen auftauchen, die nicht mal gebuckt sind, so wie Xara Grace, aber ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, was diese beiden mit Kara hier zu schaffen haben. Aber Strength in Numbers. Ja, ich meine, Kara, wir sind, wie du schon gesagt hast, wir sind es gewöhnt, dass sie ja nicht alleine aufkreuzt. Normalerweise in den letzten paar Aufenthalten hier bei Nova auch in Begleitung eines knallroten Championship-Gürtels gewesen. Das jetzt natürlich nicht mehr. Und das wird ihr
gar nicht gefallen. Das würde ihr die Laune verderben, jedes Mal, wenn sie daran erinnert wird. Und sie wird daran erinnert und lässt diese Aggression jetzt an der Armlehne aus. Unfaire Aktion. Und unsere Schiedsrichterin Liz, die Unparteiische, bringt zum Glück den Count und sorgt so dafür, dass die Regeln in diesem Tag Team Match, zumindest seitdem die Ringglocke geläutet hat, befolgt werden. Mit der Kriegerin hat diese Frau so gar nichts mehr gemeint. Ich meine, sie nennt sich selbst die sagenhafte Kara. Aber was für Sagen will man denn von ihr hören? Ich meine, eine sagenhaft schöne Brücke nach diesem Fisherman-Suplex, aber leider nicht zum Sieg geführt für das Team von Kisa und Kara. K und K. Kara jetzt hier mit dem Nerfhold versucht, den Arm von Lina so sehr in Mitleidenschaft zu ziehen, dass die meisten Aktionen, die Lina hier durchführen könnte, gar nicht mehr durchführbar sind. Publikum zeigt deutlich, für wen sie sind. Aber Kara schnappt sich Linas Knöchel und verhindert hier den Tag. Lina strampelt, kommt nach vorne und da hat sie das Heartbeat Girl. Und Liz zeigt an, der Tag war nicht regelkonform. Tags müssen über dem obersten Seil stattfinden. Heartbeat Girl hat aufgrund dessen, dass Lina auf dem Boden lag, die Hand durch das zweite und dritte Seil gesteckt. Aufgrund dessen war der Tag nicht regelkonform und korrekterweise hat nichts stattgefunden. Richtig. Und da zeigt uns Kisa, wie das richtig funktioniert. Das Hand am Tag Rope. Über das oberste Seil und dann darfst du auch rein, ey. Und nicht anders. So und nicht anders. Hier bei Project Nova. Oh. Sehe ich das gerade richtig? Jackie Go attackiert Heartbeat Girl hinter dem Rücken von Liz. Und die kämpft zurück. Also Liz sollte sich mal umdrehen, um zu erkennen, dass hier mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Heartbeat Girl kann sich ihrer Widersacherin wieder erwehren. Ist jetzt wieder auf dem Apron. Kisa wechselt mit Kara. Ansatz zum doppelten Suplex. Ausgehoben und abgelegt. Kara direkt wieder aus dem Ring. Kisa setzt sofort nach, setzt ihre Gegnerin wieder auf. Und einen harten Tritt ins Kreuz. Lina mit dem Kämpferherz kommt langsam wieder auf die Beine, aber Kisa holt sie mit dem Neckbreaker direkt wieder runter. Senden! Eine starke Körperkontrolle von Kisa, die hier genau weiß, wie sie ihre Gegnerin klein machen kann. Der Meinung, das war schon der Three Count, aber die unparteiische Liz ist anderer Meinung und zeigt ihr an, der Kampf, das Match geht weiter. Kisa setzt sofort nach, Ansatz zum Snapmare. Nein, Lina befreit sich. Harter Tritt in den Magen und direkt selbst den Ansatz. Aber Kisa hält dagegen. Was haben wir von Lina in den vergangenen Monaten, Jahren für ein Kämpferherz gesehen? Das zeigt sie ja weiter. Kontert den Suplex. Kontert die Aktion von Kisa und setzt ihn mit dem Suplex nach. Aber jetzt muss sie aus dem Ring. Sie muss zum Heartbeat Girl. Und diesmal bitte auch regelkonform. Ja, also das Heartbeat Girl schon eine Weile auf dem Apron, wurde ja selber attackiert von Jackie Go. Selber nicht mehr wirklich fit. Und jetzt muss der Tag stattfinden. Er muss regelkonform stattfinden. Und Heartbeat Girl muss in das Match finden, um ihrer Partnerin die verdiente Verschnaufspause zu gönnen, die sie braucht. Aber auch Kisa ist hart angeschlagen und kriegt selbst ihre eigene Ecke. Und da ist der Tag zu Kara. Und auch zum Heartbeat Girl. Starke Clothesline Nummer 1. Kisa abgeräumt. Und Kara befiehlt Jackie auf den Apron zu klettern. Die wird aber sofort wieder abgeräumt. Aber diese kleine Ablenkung reicht Kara. Wird jetzt trotzdem mit dem Spinning Backkick abgeräumt. Das Heartbeat Girl zeigt an, es ist Zeit für den Facebuster. Und es muss auf das Cover kommen. Aber nein, sie will den Fans hier etwas zeigen. Will aufs oberste Seil. Aber Lina fragt sich, was soll denn das? Unstimmigkeiten hier im Team von Heartbeat Girl und Lina. Kara kämpft sich zurück auf die Beine. Kisa und Jackie Go in der Ecke des Teams. Und sie fliegt und sie trifft. 1, 2, aber da ist Kisa. Und auch Lina hält es nicht mehr auf dem Apron. Sie stürmt in den Ring. DDT.
muss sich befreien. Das hält sie nicht lange aus in diesem Crossface. Lina wird hier außerhalb des Rings fokussiert. Und sie geht auf. Sowohl bei einer Niederlage als auch beim Sieg Kara, wie gewohnt, ohne Klasse, ohne Sportsgeist, schuckt Heartbeat Girl aus dem Ring raus und will das Rampenlicht für sich und ihre beiden Verbündeten, ihre beiden Weggefährtinnen, Kisa und Jackie Go. Das kann ja nicht eine einmalige Allianz gewesen sein, die wir hier heute das erste Mal zu Gesicht bekommen haben. Also sollte sich diese Einheit bewahren, dann kann sich die Frauendivision bei Nova auf eine ganz, ganz harte Zeit einstellen. Das nächste Match ist ein Singles-Match und es ist angesetzt auf einen Fall. Wir kennen ihn und wir lieben ihn hier bei Project Nova. Der Generic Grappler. Hier ist mit einer Herausforderung der ganz anderen Art. Und da haben wir ihn, so Rani, den Schüler der GWF, der jetzt hier mit Dieter Schwarz in den Ring steigt. Das hier ist Berlin gegen Dresden in der Wrestling-Schule Bautzen für Dieter Schwarz, der Punkt der Herkunft. Also wenn man 5 Minuten mit Dieter Schwarz über Catchen, über Wrestling redet, dann merkt man sofort, dieser Mann hat nichts anderes im Kopf. Er weiß den Konter zu jedem Griff, er weiß den Namen von jeder Aktion und er weiß auch, dass sich das eigentlich nicht gehört in einem sportlichen Wettkampf, der das hier eigentlich sein sollte. Die Kraftvorteile sollten hier aber dennoch bei seinem jungen Gegner liegen. Mal, guck dir diesen Mann doch mal an. Gebaut wie eine Backsteinmauer. Aber Kraft ist nicht alles, denn mit einer guten Technik und einer Hebelwirkung kann man wie der Catch-Dozent Dieter Schwarz hier zeigen, dass es nicht nur auf raue Körperkraft ankommt, sondern eben um Können. Also, Sorani hält aber dagegen, aber Schwarz kennt immer noch diesen kleinen Hebel, um seinen Gegner runterzuheben. Aber ja,
siehst du, wie diese beiden zittern. Jede Muskelfaser kontraktiert. Und das ist natürlich auch für den Verlauf des Matches wichtig, denn je mehr die Muskulatur in den Armen, im Oberkörper von Dieter Schwarz übersäuert wird, desto schwerer wird es später für ihn, den Gegner auf die Matte zu bringen und im Worst-Case-Szenario selber die Schulter von der Matte zu heben. Ripcord und den Hachenshot an die Brust. Sorani stellt heran und fängt sich den Armdrag ein. Und das musst du machen. Du musst so einen starken Kämpfer am Boden halten. Und Dieter Schwarz macht es fortgut, schnappt sich den Arm, greift unter der Achselhöhle an, das eigene Handgelenk, setzt so den Hebel auf die Schulter und den Ellenbogen des linken Armes. Sorani rollt hier durch, stürmt heran mit dem harten Tritt in die Magengrube. Nimmt jetzt selber hier das Heft des Handels in die Hand, stürmt heran, aber landet selbst wieder auf dem Kreuz. Mit den Fans im Rücken nimmt Dieter Schwarz hier Maß. Wartet nur, dass sein Gegner wieder auf die Beine kommt. Schwarz stürmt heran. Und hat er einen Turnbuckle abgerissen? Aber gerade so noch abgestopft. Ja. Und der Griff in die Augen von Sorani. Eine weitere unsportliche, unfaire Aktion hinter dem Rücken des Unparteiischen. Der versucht hier das Ringpolster wieder anzubringen. Ja, die sind mit Kabelbindern gefestigt. Die hat ein normaler Schiedsrichter natürlich nicht in der Hosentasche. Und so wirkt ihn Sorani auf dem Seil. Aber das... Und jetzt geht's in die... In den offenen Metall-Turnbuckle. Suplex. Was für eine Aktion von Sorani. Aber das reicht noch nicht, um Dieter Schwarz am Boden zu halten. Ja, es ist keine verbotene Aktion. Es ist verwerflich und gegen das Regelwerk ihn zu entfernen, führt aber nicht zu der Disqualifikation. Sorani lässt sich jetzt hier viel Zeit, statt seinen Gegner zu covern. Mit disrespektierlich wischt er noch seinen Stiefel an ihm ab. Na, ist egal, aus welcher Kultur auf der Erde man kommt. Diese Aktion, der Stiefel in das Genick des Gegners, ist einfach unsportlich und gehört sich nicht. Doch ich glaube... Jetzt haben wir den Ansatz zum Camel Clutch. Und er hat ihn. Starke, starke Aktion. Der Rücken von Dieter Schwarz wird hier unglaubliche Mitleidenschaft gezogen. Und er muss so schnell wie möglich aus dieser Aktion rauskommen, sonst ist das Match gelaufen für ihn. Ich höre diese Wirbel bis hier oben poppen, einen nach dem anderen. Aber Schwarz, er kämpft, er versucht sich zu befreien. Und das Berliner Publikum ist hinter ihm. Sie tun alles, um sich für ihn in die Waagschale zu werfen. Jetzt der schnelle Pin von Dieter Schwarz. Der geht wieder auf Abstand. Beide Männer in entgegengesetzten Rennecken. Dieter Schwarz mit Anlauf. Uppercut. Jetzt geht's gegenüber ins andere Eck. Und abgeräumt. Dieter Schwarz setzt an. Suplex. Eine Wucht. Die starken Hüften und Beine von Dieter Schwarz sorgen hier dafür, dass Sorani hart auf die Matte knallt. Und ich glaube, so langsam bietet sich hier eine Möglichkeit für Dieter Schwarz an, das Match so langsam zu beenden. Mit der Schulter voran geht's in die Magengrube. Aufgehoben, diesen Riesen! Und abgelegt. Das muss es gewesen sein. Eins, zwei, nein! Sorani schafft es, sich noch einmal aus dieser Aktion rauszupowern. Langsam holt sich ihn seinen Gegner, setzt den Armhebel an, versucht ihn wieder runterzudrücken, aber Sorani sofort mit den harten Armen ins Gesicht. Wieder der German, nein, festgehalten im Seil. Pumpkick! Und Sorani geht sofort wieder an seinen Gegner, holt ihn aufs Seil. Aber das sind
eben nicht drei. Gerade so rechtzeitig hebt Dieter Schwarz den Arm und sorgt so dafür, dass er noch in diesem Match ist. Sorani kann es gar nicht fassen. Schau dir den Gesichtsausdruck von diesem jungen Mann an. Er wartet, er lauert wie ein Löwe, bis sein Gegner wieder auf den Beinen ist. Und er hat ihn. Bounce Slam. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich stehe hier im Backstage-Bereich mit Romero und Cedric Superior. Dieses Tag-Team sehen wir nach einem Jahr endlich wieder zusammen. Romero, erzähl doch mal, wie war denn das letzte Jahr für dich? Das letzte Jahr war sehr aufregend. Ich hatte sehr gute Matches, zweimal im Supernova-Match, das hatte bisher auch noch keiner. Konnte mich mit dem Besten messen, lief alles ein bisschen ungünstig zum Ende. Hatte verschiedene Tag-Team-Partner, auch da fehlte mir das bisschen Glück am Ende. Aber jetzt sind Cedric und ich zurück und wir werden das Ding rocken. Ich meine, Cedric hat ein bisschen was nachzuholen. Der war jetzt ein Jahr nicht da, der war verletzt, das letzte Match. Naja, aber das wird schon. Genau, wo du es gerade erwähnst, das letzte Match von Cedric lief natürlich nicht so gut. Sein damaliger Tag-Team-Partner Tim Stübing ist ihm in den Rücken gefallen. Cedric, was möchtest du uns dazu sagen? Tim Stübing? Tim Stübing ist eine falsche Schlange. Ihn so zu hintergehen nach so einem Match, da fehlen mir die Worte also. Aber das wird dir mit mir nicht passieren, ja? Ich stärke dir den Rücken und wir beide rocken das Hibernova. 2022 war nicht mein Jahr. Vieles lief nicht gut. Ich habe mit einer schweren Verletzung zu kämpfen gehabt. Ich war viel mit mir beschäftigt. Aber 2023 kann ich es wieder gut machen. Cedric Superior ist wieder da. Mit Romero im Gepäck. Das folgende Match ist ein No-Holds-Barred-Match. Und es geht um den Nova Marty Showdown. Und es ist angesetzt auf einen Fall.
den Pitbull aus Salzburg, Jesse anderes erwarten. Ja, also die unparteiische Liz in diesem Moment eigentlich nur da, um zuzuschauen, um zu gucken, dass die Kontrahenten noch bei Bewusstsein sind und eventuell den Pin oder die Aufgabe zu werden. Sie ist nicht hier, um irgendwelche Regeln zu erzwingen, denn es gibt keine. No holds barred. Und es geht um den Nova Marty Shawker. Ich meine, Bennett Brown, was kann man über diesen Mann sagen? Er hat eine Schneise der Zerstörung hinter sich gelassen, seitdem er wieder bei Nova angetreten ist. Nick Schreier, Ronaldo und jetzt möchte er auch Jesse J zerstören. Doppelte Vorarms der beiden Kontrahenten knocken sich gegenseitig auf verschiedene Seiten des Rings. Jesse J, der Candlestick Pitbull, wird dem Namen gerecht und hat natürlich die Waffe der Wahl in der eigenen Ringecke gelassen. Beide mit einer brachialen Clothesline. Ich meine, das ist die Gangart, auf die wir uns bei diesem Match, bei dieser Schlacht hier einstellen können. Ich meine, seitdem Jesse J den Marty Shaw Cup gewonnen hat, seitdem hat sie diesem Pokal eine ganz neue Bedeutung und ihre eigene Handschrift aufgedrückt. Ich meine, wir alle wussten, was passiert, wenn dieser Pokal verteidigt wird. Dann gibt's auf die Fresse, wie man in Berlin so gerne sagt. Dann gibt es kein technisches Meisterwerk, dann gibt es einfach einen harten Kampf. Matches gegen Tarkan Aslan, gegen Anita Vaughn und ständig ist der Cup in ihren Händen geblieben. Aber das will dieser Mann, der Zerstörer aus Kiel, jetzt ändern. Er selber natürlich erfolgreich gewesen bei seinem letzten Auftritt bei Nova. Jetzt der erste Pin-Versuch dieses Matches. Aber es ist klar, dass Bennett Brown nicht einfach nach so einem einfachen German Suplex liegen bleibt. Und der Griff in die Augen. Unsportlich, aber erlaubt. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, das ist ein No-Holds-Barred-Match. Das ist alles erlaubt. Und Jesse J ist selber fähig, dieselben Tricks anzuwenden, um zurück in dieses Match zu finden. Ja, aber nach diesem knallenden Chop muss sie erstmal ihren Atem wiederfinden. Und Bennett macht das hier perfekt. Arbeitet gegen die Gelenke seiner Gegnerin. Verdreht ihren Arm. Versucht diesen Arm direkt in den ersten Kampfminuten unbrauchbar zu machen. Und je früher im Match man dazu fähig ist, desto mehr Vorteile zieht man daraus. Je weniger sie mit beiden Armen angreifen, hantieren, werfen, schlagen kann, desto weiter kommt Bennett Brown und kann den Abstand zwischen den beiden vergrößern. Dabei lässt sich auch ein bisschen viel Zeit, spielt mit seiner Gegnerin. Harter Job hier. Jesse taumelt zurück, aber Bennett ist sofort wieder an ihr dran. Der Zerstörer aus Kiel zeigt an. Es kommt ein weiterer Job, geht ins Leere. Und Jesse J ist on fire und zeigt Rapid Fire Jobs gegen die Brust von Bennett Brown. Setzt ihn jetzt hier aufs Top Rope. Holt sich die Crowd. Aber Bennett blockt den Job ab. Ah!
Ellenbogengelenk von Jesse J an. Die Aktion ist im Ring sei. No Holds Barred, das ist erlaubt. Und wahrscheinlich aus Selbstschutz löst Bennett Brown diese Aktion, will nicht, dass weiter Blut in seinen Kopf rauscht. Steigt jetzt hier aufs Top Rope. Aber siehst du, was er gemacht hat? Er hat den Kendo-Stick Richtung Kendo-Stick-Pitbull gerollt. Und ich weiß ja nicht, ob das vielleicht noch zum großen, entscheidenden Fehler wird. Wird es! Direkt aus der Luft geflippt. Aua! Also bis zum ersten Schlag mit dem Kendo-Stick hat es etwas gedauert, aber bis zum 10. sind kaum 3 Sekunden vergangen. Die Dinge habe ich bis hier oben gespürt. Jesse schnappt sich ihre Waffe der Wahl und rollt sich sofort aus dem Ring um Bennett in Hexen. Aber der holt sich seinen Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel? Natürlich für den Ring auf und Abbau unterm Ring platziert, nicht um als Waffe gegen seine Kontrahenten benutzt zu werden. Da fragt man Nick Schreier, der kennt sich mit Schraubenschlüsseln im Gesicht aus. Oder hat er ihn wieder, den Schraubenschlüssel? Den und wenn er damit trifft, dann war's das. Autsch. Jesse J gerade noch so ausgewichen. Ja, mit dem kaputten Arm voran gegen den Ringstall. Er hat eine Schwachstelle gefunden und er verbeißt sich wie ein Bluthund. Bluthund gegen Pitbull. Das ist ein richtiger Dogfight hier bei Project Nova. Und der rechte Arm wird weiter attackiert. Die Schulter wird angegriffen und jetzt der Ansatz zum Back-Suplex. Auf die Stage! Sofort ist Miss da. Aber sie kann die Bennett ja hier nicht aufhalten, denn es ist ja alles erlaubt. Ja, und Jesse J wird auch nicht von alleine aufgeben. Das ist eine Frau, ein Pitbull. Den musst du einschläfern lassen. Der darf nicht mehr aufstehen, sonst wird sie immer weiter attackieren. Und da ist Bennett mit dem Armbar auf den verletzten Arm. Aber Jesse versucht, blockt diese Aktion ab, lässt nicht die vollen Stretch zu. Und jetzt hier ein, 1, 2. Nein. Sehr schlaue Aktion von Jesse J, den Armbar hier in einen Pin zu verwandeln. Und da köpft er sie mit dieser Lariat. Oh, Bennett, was macht er denn jetzt hier? Er rollt sich aus dem Ring. Versucht nicht, Jesse J zu pinnen. Er guckt unter den Ring und was kann er da finden? Ich meine, unter so einem Wrestling-Ring liegen einige Sachen, die man in einem No-Holds-Barred-Match benutzen kann. Ein Stuhl. Und ich glaube, er belässt es nicht bei einem. Der zweite folgt direkt. Und zweiter. Nein, es sind 2 Leute in diesem Match. Warum nicht auch ein Stuhl für jeden? Also ich glaube nicht, dass die beiden das jetzt hier ausdiskutieren werden. Ich glaube, da hast du dich geschnitten. Weiß ja nicht. Ich bin zum ersten Mal hier heute. Vielleicht ist das ja auch... Der Stuhl ist schon leicht in Mitleidenschaft gezogen, deswegen wahrscheinlich auch unterm Ring platziert, damit niemand versucht, sich draufzusetzen. Aber zum Draufschmeißen ist er, glaube ich, noch gut. Ja, und da ist jetzt wirklich vor, will er Jesse J durch diese beiden Klappstühle befördern. Sie wehrt sich, wehrhaft, Suplex auf den Stuhl. Aua, 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 ha. Cover 1, 2, nein. Dieser Plan ist nach hinten losgegangen. Deswegen werden andere Männer hier als Meisterstratege bezeichnet, nicht Bennett Brown. Ich meine, wir kennen ja alle diese alte Wrestling-Regel. Wer einen Tisch aufbaut, fliegt durch. Hier war es, wer einen Stuhl aufbaut, fliegt durch. Richtig. Vielseitig einsetzbar. Und jetzt Jesse J. Braucht eine Pause, braucht eine Freizeitbeschäftigung und holt 2 Badminton-Schläger raus. Und Bennett schützt hier seinen Kopf vor diesen prasselnden Schlägen. Diese Dinger sind alles andere als angenehm. Doppelte Ohrfeige. Sind die Lichter aus oder ist da noch jemand zu Hause? 1, 2. Also wem auch immer diese Badminton-Schläger gehören, der muss Jesse J ansprechen, ob sie die ersetzen will, weil mit denen kann man nicht mehr spielen. Jesse schmeißt hier die Stühle aus dem Ring. Was macht sie jetzt?
Aber wir sehen hier, Jesse J hält sich die Schulter. Ihr Arm ist in Mitleidenschaft gezogen. Die Strategie von Bennett Brown zahlt sich aus. Aber sie gibt ihm hier wertvolle Momente, um zu ver... Oh, was? Sag mir nicht, dass es das ist, was ich glaube, dass es ist. Schön bunt und farbenfroh sein, aber drin landen möchte ich nicht. Spinebuster in die Duplo-Steine. Aber die Steine brechen sie nicht. Wie zur Hölle kann Jesse J nach diesem Slam in die Duplo-Steine noch weiterkämpfen wollen? Und jetzt schnappt sich Bennett die Schläger, die ihn noch zuvor malträtiert haben, und hämmert auf den kaputten Arm. Er will seine Gegnerin hier völlig kampfunfähig machen. Und wie du vorhin gesagt hast, ein Schläfern scheint der einzige, ja, die einzige Möglichkeit zu sein, Jesse J am Boden zu halten. Hat er da ein Backblech? Also ich meine, wir sind hier im Juni, im Hochsommer, in der Weißen Rose. Ja, der Ofen ist vorgewärmt. Wir haben hier Gluthitze drin, aber ein Backblech würde ich hier trotzdem nicht benutzen wollen. Hast du das gehört? Aber Jesse J zeigt ihm, was sie von diesem Geschwafel hält, und haut ihm eins über mit dem Backblech. Und das beschichtet, da bleibt nichts dran hängen. Der Kopf von Bennett aber vielleicht doch. DDT aufs Blech. Aber auch das reicht noch nicht. Bennett Brown lässt sich hier nicht zerstören. Was braucht es, um diesen Krieg zu beenden? Aber da sehen wir, was Jesse J dieser Pokal bedeutet und was Bennett Brown bedeuten würde, ihn, Jesse J, aus den kalten Händen reißen zu können. Die Fans scheinen sich hier sehr zu freuen. Was holt sie da raus? Kannst du es schon erkennen? Deinen Tisch! Ja, die Fans wollen Tables, sie bekommen ein Table! Jesse schlappt hier den Tisch in den Ring und will ihren Gegner direkt da durchzimmern. Zimmern ist das richtige Stichwort. Also irgendein Zimmermannslehrling hat sie hier noch ein bisschen verkünstelt vor der Show. Jesse stellt hier diesen Tisch auf. Bennett versucht langsam wieder auf die Beine zu kommen. Das Konstrukt der Wahl steht. Bennett steht langsam wieder auf den Beinen. Jesse ist sofort wieder an ihrem Gegner. Bennett, ich weiß nicht, ob Bennett überhaupt noch bei der Sache ist. Dieser Tisch hält einiges aus, wenn Bennett Brown einfach so darauf liegen kann. Und Jesse J hat nur eines im Sinn. Geht hier sehr großes Risiko ein, dass Bennett hält sie davon ab. Greift nun selbst zu. Aber ey, was ist denn da los? Jackie, Kisa, Kara. Was machen diese drei hier? Jesse J kämpft zurück, verhindert den Superplex, wirft Ben Brown fast durch den Tisch, aber Kisa und Jackie Go greifen ein. Kara schnappt sich den Candlestick. Zur Hölle hat Kara hier verloren. Wie ein nasser Sack hängt sie da. Bennett muss nur noch zugreifen. Superplex! Das Holz ist durch. Beide Gegner liegen zerstört am Boden. Bennett mit letzter Kraft raubt er zu seiner Gegnerin. So kann jetzt doch nicht der Pokal den Besitzer wechseln. Nein! Wie zur Hölle hat sie das gemacht? Was braucht es, damit diese Kriegerin, diese Heldin liegen bleibt? Crossface gegen den verletzten Arm.
Schultern sowie das Genick von Jessie J. Und sehe ich das richtig? Sie ist out! Sie ist out! Und Jackie Go überhaupt in diesem Match involviert? Das sind Fragen, die wir am heutigen Tag nicht beantworten können. Aber glaub mir, das wird für Kara und ihre Frauen noch ein Nachspiel haben. Jetzt können wir erstmal sagen, der neue Besitzer des Nova Marty Shore Cups, der Zerstörer aus Kiel, Bennett Brown. Dass wir seit anderthalb Jahren wirklich den besten Nachwuchs hier in Deutschland präsentieren können. Wir haben ein Turnier gemacht mit 8 Leuten aus verschiedenen Schulen. Wir haben hier heute Wrestler aus Frankfurt, Hamburg, Dresden, aus dem Erzgebirge, überall aus Deutschland hier gehabt. Und das ist nur möglich durch euren Support, weil ihr einfach wirklich so hinter uns steht und uns feiert. Vielen, vielen Dank also an euch alle. Ja, der Applaus, der kleine, ist für euch. Und ich freue mich total, weil wir haben heute noch ein Finale, ein absolutes Finale auf der einen Seite, zwischen wirklich zwei absoluten Top-Talenten. Big Nick und Joshua Amaru. Das sind diese Show zu kapern, aber er hat auch noch Tim Stübing im Gepäck. Der Tim Stübing kriegt von Berlin zu hören, was sie von ihm denken. Ihr sollt die Fresse halten. Schnauze klar. Willkommen zum echten Main Event der heutigen Pro Techno Wrestling Show. Hier steht der Main Event. Diese Show ist dafür da, um den Nachwuchs zu fördern. Es ist so laut, ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Was?
taucht hier unangekündigt auf, hijackt hier die Show, buckt sich selbst in ein Match und wir haben einen Debütanten im Ring. Herr Brian Sturm aus der GWF Wrestling School hier in Berlin in seinem vierten Match. Sein viertes Match gegen Tim Stübi. Also man kann sich definitiv angenehmere Gegner wünschen als diesen Ungustel da unten im Ring. Ja, also es gibt Matches, die entscheidet ein Matchmaker, ein Booker. Es gibt Matches, die entstehen durch eine Open Challenge. Und das ist ein Matchup, das glaube ich nur durch eine Open Challenge entstehen kann. Ich meine, rein optisch, schau dir die beiden an, diesen Vorzeigeathleten Tim Stübing und den jungen Rookie Brian Sturm. Der hier sofort brachial auf die Matte geschickt wird. Aber Sturm steht wieder, baut sich hinter seinem Gegner auf und holt sich den Respekt. Oh, aber das lässt sich Tim Stübing nicht gefallen. Und erneut die Backpfeife. Oh, da gab es eine krachende zurück. Ob Brian Sturm diese beiden Ohrfeigen jetzt schon bereut? Es ist Tim Stübing, der ihm gegenübersteht. Welcher Wrestler ist in diesem Alter so erfahren, mit allen Wassern gewaschen, war überall, wirklich überall in Deutschland schon aktiv und hier in Berlin besonders gern gesehen? Also gern in Gänsefüßchen? Also ich glaube, jeder, der bei diesem wunderschönen YouTube-Video, das er hoffentlich gerade schaut, den Ton anhat, hört Berlin und weiß, was sie von ihm denken. Krachender Chop, schickt Brian hier auf alle Viere. Also ich will Brian Sturm nichts nahe treten. Er ist sicherlich ein super netter Junge mit einer hellen Zukunft, aber was soll er schon gegen Tim Stübing ausrichten? Kraftdemonstration, aber Brian befreit sich. Clothesline. Noch eine. Und ein Suplex. Super Angriff von Brian Sturm, der enge Two-Count. Also ich habe das Gefühl, Tim Stübing hat sich hier seinen kleinen, ja, ungeplanten Auftritt etwas anders vorgestellt. Und ich höre ich das richtig? Berlin behauptet, das waren nicht zwei. Gab's das schon mal? Habe ich noch nie gehört. Da merkt man, wie sehr sich wünschen, dass Tim Stübing hier endlich die Lektion lernt, die sie sich seit Monaten, Jahren wünschen. Aber seitdem sich Bad Tim mit Ivo Latino zusammengetan hat, ist einfach eine Attitüde, ist ein Monster in ihn herangewachsen. Was für ein Kick in die Ecke. Ein echter Weltklasse-Catcher. Ein Mann, der hat in der alten Schule gelernt. Er hat gelernt in Hannover, in seiner Heimatstadt, unter Ecki Eckstein. Und dann zieht er ihn wieder hoch. Das hat er da sicher nicht gelernt. Was ist denn das für ein unsportliches Verhalten, was hier Tim Stübing an den Tag legt? Und wieder holt er ihn hoch. Jetzt beende das Ganze doch. Lass den armen Jungen in die Dusche. Jetzt ist aber mal gut hier. Also Brian Sturm, so gerne ich hier gesehen hätte, dass er Tim Stübing etwas entgegensetzen hat, hat sich einfach zu viel vorgenommen. Er hat zu viel abgebissen. Und jetzt der Argentine-Backbreaker-Ansatz in den Driver von Tim Stübing. Sehen wir, welches Vorbild Tim Stübing vorangeht und warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Sein Coach Ivo Latino sagt ihm noch, schmeiß ihn einfach raus. Ivo Latino und Tim Stübing. Oh, hat er da ein Mikrofon in der Hand? Oh, bitte nicht. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ist
Das ist das Beste, was Project Nova zu bieten hat. Haltet eure Schnauze, Mann! Ich hab echt keine Worte mehr für diesen Kerl übrig. Danke und auf nimmer Wiedersehen, Tim Stübing. Das nächste Match ist ein Tag-Team-Match. Und es ist angesetzt auf einen Fall. Verletzung, ja, auf der Krankenlager ist heute wieder da, um an der Seite seines Partners Romero anzutreten. Aber wir haben das ja vorhin Backstage gesehen, du hast es ja auch gesehen. Irgendwie scheint da zwischen den beiden nicht ganz so die heile Welt zu bestehen. Nee, also Romero, der Rosenkavalier, war natürlich das letzte Jahr alleine hier vertreten bei Project Nova. Lief nicht besonders gut für ihn, muss man ehrlich zugeben, aber jetzt ist sein Partner und bester Freund Cedric Superior da, um mit ihm zusammen zurück auf die Siegesspur zu finden gegen die Lucha Twins. Wir sehen hier Bruder 1 und Bruder 2, eineiige Zwillinge, man kann sie nicht auseinanderhalten, also haben sie es uns einfach gemacht,
und sich die Zahlen 1 und 2 auf den Bauch nähen lassen. Aber auch Romero ist mit dem Lucha-Stil ja mehr als bekannt, hat bereits in einem Lucha-Tag-Team-Match gestanden, zusammen an der Seite mit Miss Cup gegen Orlando Silva unter anderem. Krachender Shoulderblock vom Bruder 1 von El Ramo. Und da ist Cedric, schnappt sich Bruder 1, ausgehoben, aber der kontert mit dem Einroller. Und wir sehen, kein Tag ist geschehen. Wir agieren hier nicht unter normalen europäischen Catch-Tag-Team-Regeln. Es wird hier unter mexikanischen Lucha-Regeln gekämpft. Das heißt, wie früher auf dem Ballplatz, fliegender Torhüter, stattdessen fliegender Tag-Team-Partner. Immer nur ein Kontrahent pro Team im Ring, aber keine Tags notwendig. Genau, hier sehen wir es. Bruder 1 rollt sich aus dem Ring und sofort darf Bruder 2 in den Ring. Cedric weiß auch gar nicht, wie ihm hier geschieht. Wird sich von Bruder 2 gegriffen. Ich meine, er hat gerade erst Bruder 1 aus dem Ring befördert und dann kommt ein identisch aussehender Mann auf ihn zu und attackiert ihn. Sehr schöne Aktion von Bruder 2. Bist du sicher, dass das Bruder 2 ist? Das könnte auch Bruder 1 sein. Ich glaube, ich erkenne auf seinem komplett gleich geformten Oberkörper eine 2 zu erkennen. Und der Dropkick auf die allerbesten Buchstaben von Cedric Sepulveda und jetzt der Rosenkavalier. Rosen haben Dorn und Romero zeigt sie uns hier. Kämpft sich über Bruder 2 für den Sunset Flip. Nimmt Anlauf, schnappt sich seinen Gegner, Ansatz zum German, ausgehoben. Sehr schöne Aktion. Klassisches Ringen von Romero. Also ein in sehr vielen verschiedenen Stilen versierter Kämpfer. Tritt Bruder 2 hart vor die Brust und was kommt jetzt? Dieselbe Aktion soll nochmal kommen, aber Bruder 2 mit dem Versuch des Einrollers. Aber Romero befreit sich. Bisher, also du hast schon gesagt, wir haben gesehen, nicht alles heile Welt bei Romero und Cedric Sepulveda, aber bisher sieht es ja ganz okay aus, was die da veranstalten. Picture Perfect Tornado DDT, Cover 1, 2, 9. Also Romero und Cedric sind vielleicht keine Zwillinge, aber sie agieren wie Brüder. Sie ergänzen sich super. Der Cedric geht hier in den Ring und versucht Bruder 1 von weiteren Eingriffen abzuhalten, aber... Also, danke ihr beiden für die Hilfestellung. Ich hätte euch beide glatt verwechselt. Und Romero fordert Berlin auf, klarzustellen, hinter wem sie stehen. Und ja, was für eine unfaire Aktion von den Lucha Twins hier. Rudos der ganz, ganz bösen Art. Knallende Chops der Lucha Twins. Jetzt die doppelte Aktion gegen Cedric. Bruder 2 oder 1? Das war... Ich weiß es nicht. Ich komme durcheinander. Ich brauche die Nummern, um zu erkennen, welcher der beiden Zwillinge gerade die Aktion auf die Matte bringt. Cedric liegt auf jeden Fall auf dem Top Row. Der eine Bruder macht jemand einen Boxsprung und mit dem Splash auf die Ecke. War nicht schön, aber effektiv. Cedric Sepulveda braucht erstmal eine Verschnaufspause, aber es ist ein Tag-Team-Match. Und da gibt es doch einen zweiten. Ja, und die Lucha Twins arbeiten hier wie eine geölte Maschine. Ich meine, die beiden kennen sich seit Tag 1, seitdem sie auf diesem Planeten sind. Ich glaube, Bruder 1, wahrscheinlich ein kleines bisschen größer als Bruder 2, auch 3 Minuten älter. Ganze 3? Ja, fast 4. Wann haben wir hier sowas denn mal gesehen? Eine Assistant Cannonball Session. Der Cedric weiß auch nicht, wie ihm hier geschieht. Stürmt er ran. Also irgendwie kommen Cedric Sepulveda und Romero nicht ins Match. Es hat so gut begonnen, aber jetzt ist irgendwie Sand im Getriebe. Oh, das ist ein Reise, Ben.
sollte das den Job effektiver machen? Ekliger macht es ihn auf jeden Fall. Das stimmt. Psychologische Kriegsführung ist auch Kriegsführung. Ich hätte gut quer durch den Ring geschickt. Aber dieses Mal kann er sich seiner Gegner erwehren. Hält sie von sich ab, steigt aufs zweite Seil. Lauert und springt ab mit dem doppelten Crossbody. Abgeräumt. Super Aktion von Cedric Superior, um sein Team jetzt zurück ins Match zu bringen. Weicht Bruder 1 aus und... Spinebuster. Das Romero Frog Splash. Cover 1, 2 und da ist 2. Doppelt gesehen und schon ist Bruder 2 im Ring. Cedric duckt sich hier ab, hält ihn für seinen Partner fest. Dropkick und in den German. Super Aktion der beiden. 1, 2, als wären sie nicht ein Jahr getrennt gewesen, diese beiden. Ich erkenne einen klaren roten Underdog auf der Brust von Cedric Superior. Diese Chops wird er morgen noch merken. Und jetzt dieselbe Aktion nochmal. Und er trifft, oh, er trifft den eigenen Partner. Den kleinen Moment hat Bruder 2 ausgenutzt, um Romero den Dropkick ins Leere bzw. gegen Cedric Superior springen zu lassen. Hartes Knie ins Gesicht. Zerrt ihn heran für seinen Bruder. Standing Moonsault. Und Cedric Superior muss eingreifen, sonst wird das Match hier beendet von den Lucha Twins. Front Splash. Cedric, du musst dahin. 1, 2. Cedric? Wahrgenommen hast, aber ich bin stark der Meinung, dass Cedric Superior mehr als genug Zeit hatte, um seinem Partner Romero zu Hilfe zu kommen. Da bin ich ganz auf deiner Seite und ich glaube, erstes Match nach über einem Jahr haben die beiden sich irgendwie anders vorgestellt. Zeigen, sie haben sich immer noch gern. Hey! Hey! Was macht er da? Er wirkt ihn! Muss ein Schiedsrichter dazwischen gehen. Romero verliert das Bewusstsein im Dragon Sleeper von Cedric. Vorhin haben diese beiden Männer Tim Stübing noch eine Schlange genannt. Aber Cedric ist auf dem genau miesen, verrotteten Holz geschnitzt. Reverse DDT von Cedric Superior gegen den wehrlosen Romero. Ich glaube, da muss ich unseren Zuschauern zustimmen. Das kann ich unterstreichen. Motivation dieses Mannes. Was soll das? Nach einem Jahr auf der Ersatzbank. Bei der ersten Gelegenheit sticht er seinem besten Freund in den Rücken. Also ich bin gespannt, wie er das erklären will. Cedric, was war da gerade los? Vorhin war ja eigentlich der Plan, dass ihr jetzt wieder zusammenarbeitet, aber was ist passiert? Kommen wir nun zum Main Event des Abends! Und es ist das Finale!
History in the making. 6 lange Wochen haben uns zu diesem Moment geführt. Dem großen Finale. 8 Männer sind angetreten. 6 sind gefallen. Und noch 2 sind übrig. Joshua Maru und Big Nick. Joshua Amaru vom Baklava Club. Wir haben gerade seine beiden Zeitgenossen, Aytaç Bahar und Abdul Kenan, mit ihm auf der Stage gesehen. Aber der Leuchtturm, der Lazarus Pit, war allein. Er strahlt allein. Allein auf der Klippe, über der See seiner gefallenen Gegner. Leuchtturm, die verdient er sich auch wirklich. Ich wiederhole mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber welcher Mann kann Joshua Amaru so klein aussehen lassen? Wir haben es ja gerade gehört, Joshua Amaru über 1,90 und selbst er wirkt winzig im Vergleich zu diesem Monstrum. Und die Kraftvorteile sind hier auch ganz klar bei Big Nick. Beide Männer haben bereits ein Match in den Knochen. Das dürfen wir nicht vergessen. Big Nick hat sich durchgesetzt im Nick Derby gegen Nick Schreier und gegen Palevan Nima. Ein knaller Match, das wir gerade vorhin gesehen haben. Und direkt im Anschluss Joshua Amaru. Hat sich super, super gezeigt gegen David Adili. Hat bewiesen, warum er im Finale steht. Er findet immer einen Weg zum Sieg. Und das auch gegen den in diesem Turnier unbesiegten Big Nick gelingt. Ja, Big Man bekanntlich sehr schlecht an der Freiwurflinie. Harter Tritt vor die Brust. Joshua auf dem Gaspedal. Center. Er muss Nick am Boden halten. Sobald Nick steht, hat dieser Mann einen Stand wie eine deutsche Eiche. Und so einfach fällst du so einen Baum nicht. Aber Joshua Amaru hat Big Nick im Visier, nimmt Anlauf. Krachende Clothesline. Hält er diesen Zug am Laufen? Zweite Clothesline gegen Big Nick. Die sitzt. Aller guten Dinge sind 3. Sind es. Und Joshua Amaru hört nicht auf, geht ins Seil, weicht der eigenen Clothesline von Big Nick aus. Strategisch guter Tritt gegen das Bein. Hartes Knie, Big Nick wankt, aber er steht immer noch. Aber der Dropkick gegen die innere Muskulatur des Beins von Big Nick sorgt natürlich dafür, dass jede Belastung des rechten Beines zu Schmerzen führt und Big Nick das Leben schwerer macht in diesem Ring. Crossbody von Brett's Rope abgefangen. Backbreaker, er hält ihn fest. Länder Slam von Big Nick. Er zeigt dem Publikum, er ist der Leuchtturm der Lazarus Pit. Das Publikum sagt ihm, dass er nicht wrestlen kann. Ich glaube, sein unbesiegter Status in diesem Turnier sagt uns was anderes. Ja, mag vielleicht nicht schön sein. Manche Leute schauen vielleicht Nick Schreier lieber zu. Aber der Sieger am Ende des Triple Threat Matches, das wir gerade vorhin gesehen haben, Big Nick hier im Ring. Und der eine Finalist neben Joshua Amaru, der jetzt noch die Möglichkeit hat, diesen wunderschönen Pokal zu gewinnen hier bei Project Nova. Nick Türm vor seinem Gegner. Schnappt ihn sich. Ansatz zum Suplex. Nein, Vorhand ins Genick. Und er wartet nur darauf, bis sein Gegner langsam wieder auf die Beine kommt, um ihn nach und nach zu zermürben. Amaru ist natürlich normalerweise in einer komplett anderen Situation im Match. Normalerweise hat er den größten Vorteil und kann seine Masse, kann seine Kraft ausnutzen. Aber jetzt muss er seine Strategie umdenken. Er muss eine Möglichkeit finden, die Basis von Big Nick anzugreifen. Weil einfach nur rumwerfen, einfach nur einen Suplex gegen Big Nick bringen, das ist nicht. Diese beiden Männer, ja, beide aus der GWF Training School, haben sich auch schon lange im Training gesehen. Die beiden kennen sich sehr gut, kennen die jeweiligen Paradeaktionen des Gegners. Sei es der Chokeslam Dunk, sei es das Backbreaker Rack, sei es der Claymore. Beide Männer kennen sich haargenau. Die warten auf den kleinen Moment, um eine Schwäche zu sehen. Was wird es sein? Der Claymore, der den Riesen zum Fall bringt? Oder der Chokeslam Dunk in die Dunkelheit.
großer Chop, geht daneben und Joshua Amaru bringt seine eigenen Chops und er ist kaum zu halten. Schnappt sich jetzt Big Nick, geht in die Mitte des Ringes und das kann nicht sein Ernst sein. Das sieht Big Nick auch genauso. Ja, genau so habe ich das erwartet. Man, Big Nick, es ist nicht nur schwer. Sein Körperschwerpunkt ist so weit oben, da kannst du nicht für trainieren. Du kannst dich darauf vorbereiten, wie es ist, diesen Hühnen zu suplexen. Sieger, der Griff in die Haare. Schreit Joshua Maru ins Gesicht, wo ist deine Baklava? Aber meine Frage ist, wo ist die Lazarus-Pit? Ich meine, das ist das wichtigste Match in der Karriere von Big Nick. Wir haben ja Georg Askola vorhin gesehen. Die Frage ist, ist dieser Mann noch in der Lage zu laufen? Ja gut, aber es ist ja nicht der Einzige. Es gibt Kevin Lazar, es gibt Chris Opus. Wo sind die beiden? Warum unterstützen sie nicht ihren Protégé, ihre Geheimwaffe, ihren Leuchtturm? Harter Vorarm auf die Brust und einen zweiten hinterher. Aber das ist nicht erlaubt, Nick. Du möchtest dieses Match nicht durch Disqualifikation verlieren. Und unser Unparteiischer zählt ihn an. Bei genau 4 lässt er los. Joshua Amaru wird immer weiter zugesetzt. Und wer Roberto kennt, der weiß, der lässt hier gar nichts durchgehen. Ja, aber ich meine, wie soll er nicht eingeschüchtert sein von Big Nick? Roberto ist kein kleiner Mann, aber er muss hochschauen. Er hat bald Nackenprobleme, wenn er noch weiter mit Big Nick reden muss. Auf sein mit dem Arm! Super Aktion von Amaru, macht sich die Situation seines Gegners zum Vorteil. Setzt er zum Suplex das nach draußen? Kann nicht sein Ernst sein. Das Publikum muss mal Platz machen, sonst geht das gleich ganz schief. Er zerrt ihm über das oberste Seil aus dem Ring. Aber wir sind hier ja nicht in der Battle Royale, das hilft hier nicht. Beide stehen jetzt hier auf dem Apron, bauen ganz, sich voreinander auf. Ganz gefährliche Situation, wir alle wissen, der Apron, der härteste Teil des Ringes. Und jede Aktion, bei der man auf den Apron knallt, geslammt wird, fällt, stürzt, wie auch immer, ist gleich doppelt so effektiv und zeigt die doppelte Wirkung, wie sie es in der Mitte des Ringes tun würde. Beide schenken sich hier rein, gar nichts, aber Big Nick mit dem Big Boot. Und fast fällt Joshua Amaru schon vom Apron. Ansatz zum Cobra Clutch und er lässt ihn in der Luft hängen, über den Boden. Wie ein kleiner Bruder. Lässt ihn zu Boden fallen. Eine unglaubliche Darstellung seiner Macht. Nutzt jetzt auch diese Zeit, um sich wieder zu erholen. Etwas zu verschnaufen. Weil er kann ja auch per Countout gewinnen. Richtig, ein Sieg ist ein Sieg. Ob man jetzt, ob ein Basketballteam mit einem oder 30 Punkte Vorsprung gewinnt. Der Sieg ist genau gleich viel wert. So ist Big Nick in der athletischen Welt aufgewachsen und mit dieser Mentalität geht er weiter voraus. Und wir sind schon bei 5. Das Publikum jubelt für ihren Helden. Sie jubeln für Joshua Amaru. Noch bei 7 noch auf dem Boden. Schafft er es überhaupt noch? Wir sind bei 9. Und er gerade noch so. Und Big Nick kann es nicht fassen. Siehst du seinen Gesichtsausdruck? Und Big Nick sagt ihm, hättest du mal schneller gezählt. Aber so wollen wir natürlich nicht, dass dieses Finale endet. Wir wollen hier einen klaren Sieger sehen. Big Nick sofort da, schickt deinen Gegner durch. Mit Schwung durch den Ring, wollte ich sagen. Harter Whip in die Ecke. Ja, der Whiplash, der hier, das Schleudertrauma, das hier Joshua Amaru wieder fährt, seinen Nacken mit Leidenschaft zieht. Und jetzt mal von vorne, also der Oberkörper, der Torso, der Brustkorb von Amaru immer weiter in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann mir nur vorstellen, wie jeder Atemzug ihm wehtun muss. Aber siehst du diese Verbissenheit? Come on, gib mir mehr, ich bin noch nicht down. Aber war das so klug, Big Nick noch zu provozieren? Und er ist wieder da. Clothesline. Clothesline, Versuch von Amaru. Nummer 2. Und eine dritte, aber Big Nick steht weiterhin. 4.
Wie viele Aktionen braucht er denn noch, damit dieser Riese überhaupt mal schwankt? Aber ist es jetzt der Moment gekommen für den Claymore? Nein, er wird abgefangen. Ansatz zum Chokeslam, danke, es geht nach oben. Nein, DDT. Sehr gute Aktion von Amaru. Hat sich die erhöhte Position während des Chokeslam-Versuchs zu nutzen gemacht, sich den Kopf des Gegners geschnappt und mit dem DDT knallend auf die Matte befördert. Und nicht schon wieder der Suplex-Versuch. Oh mein Gott! Cover, 1, 2, nein! Immer noch schafft es Big Nick, sich aus dem Cover zu befreien. Aber was kann Joshua Amaru noch machen? Hättest du mir vor diesem Match gesagt, dass Joshua Amaru Big Nick Suplex, hätte ich dich für verrückt erklärt. Und trotzdem habe ich es gerade mit meinen eigenen Augen gesehen. Er nimmt Maß. Wartet nur, dass Big Nick wieder auf die Beine kommt. Soll da kommen, was ich erwarte? Claymore ausgewichen. Big Nick setzt an, hebt seinen Gegner aus, der befreit sich. Wieder geht's ins Seil. Abgetaucht. Claymore gegen Spine. Strategisch wertvolle Aktion von Amaru, setzt nach. Ein zweiter. Aber Big Nick bleibt nicht mal liegen. Was ist das für ein Monster? Wieder ins Seil. Noch einer. Bring das Cover, Joshua! Jetzt setzt das Cover an, Joshua! Worauf wartest du noch? Was will er denn noch zeigen? Zwei Claymores gegen... Er liegt dort, er kann sich nicht wehren. Hol sie langsam wieder auf die Beine. Soll jetzt auch noch der Tiger Driver kommen, oder was? Hey, Big Nick rennt ins Seil. Wird es der dritte? Drei! Das war's. Wir haben unseren Turniersieger. Hey, hey, hey! Was soll das? Du hast dich gefragt, wo das Lazarus Pit ist. Da sind sie. Dankeschön. Es war ja klar. Wir hatten einen sauberen Kampf zwischen zwei Athleten und die Lazarus Pit kann es nicht sein lassen, zugunsten ihres Schützlings Big Nick einzugreifen. Und jetzt lauern sie Amaru auf. Ja, Roberto ist ausgeschaltet. Es ist auch kein Offizieller hier, um das Match mit Disqualifikation zu beenden. Wie die wilden Hunde schlagen sie auf Joshua ein. Big Nick kommt langsam wieder zu seinen Sinnen. Georg in der Ecke. Oh, da kommen sie. Da sind sie. Und genau dafür braucht man Freunde in dieser Welt. Seine besten Freunde der Baklava Club sind für Joshua Amaru da, wenn er es am meisten braucht, hier im Finale bei Project Nova. Er hat ihn! Der Monster Jam! Aber der Eingriff der Lazarus Pit zugunsten von Big Nick. Da ist Roberto langsam wieder. Eins! Zwei! Mit allerletzter Kraft rollt sich Joshua Amaru auf die rechte Schulter und verhindert so, dass Big Nick hier zum Sieger erklärt wird. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich bin perplex. Was müssen sich diese beiden Männer noch um die Ohren pfeffern, damit einer von beiden liegen bleibt? Endlich sind wir wieder bei einem fairen Kampf, 1 gegen 1. Big Nick setzt seinen Gegner aufs oberste Seil. Sorgt noch dafür, dass er dort sitzen bleibt. Geht jetzt selber. Ich meine, 2,10 Meter waren noch nicht groß genug. Er muss weiter nach oben. Aber Joshua befreit sich. Ansatz. Nicht die, nein. Joshua Amaru sagt an, es sei das Ganze zu enden. Griff in die Augen! Big Boot! Und schon wieder der angeschlagene Brustkorb. Er hat ihn! Chokeslam eingekorbt!
nicht zufrieden sein mit diesem Sieg. Er hat sich alleine durch das ganze Turnier gekämpft. Und jetzt im Finale, der Eingriff der Lazarus-Pedal verhindert, dass Joshua Moon nach 3 knallharten Claymore-Kicks zum Sieger ernannt wurde. Und wenn wir gerade vom Pokalsieger sprechen, das ist Will Bennett Brown hier. Die Herausforderung von Bennett Brown? Will er wirklich Big Nick herausfordern? Das kann anscheinend nur einen geben. Bin ich der einzig wahre Pokalhalter in Nova? Und er sagte es, bei der nächsten Show will er der einzige Mann mit Pokal sein. Big Nick, der riesige im Ring, aber genauso riesig das Ego von Bennett Brown. Und er kann ihm nicht mal diesen Moment lassen, seinen Titelgewinn zu feiern. Und die beiden klären das jetzt direkt hier. Ja, Bennett Brown, wie immer. Große Worte, wenig dahinter, macht sich vom Acker. Mein Name ist Sepp Hammer. Die letzten Worte gebühren mein Partner und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, liebe Nova-Fans, dass ihr uns durch diese wunderbare Episode von Project Nova begleitet habt. Wir sehen Big Nick, der Sieger dieses Pokals. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hören uns wieder bei der nächsten Folge von Project Nova. Bis dahin.